Heute zeigen wir euch, wo beim Bauen die Kosten stecken. Ihr braucht eine gute Planung und jemanden, der euch berät. Denn oft überschätzen Bauherren ihr Budget. Der Berater ist eure Vertrauensperson Nummer 1. Doch wo stecken die Kosten genau? Das Grundstück kostet. Der Notar kostet. Der Staat nimmt natürlich Steuern. Und dann habt ihr vielleicht noch Maklerkosten. Darüber hinaus braucht ihr einen Vermesser, Baustrom, Bauwasser, eine Baustraße, Strom und Wasseranschlüsse. Oft werden Bauherren mangelhaft über die Baunebenkosten aufgeklärt. Es gibt so viele Gebühren und Kosten. Zum Beispiel für einen Bauantrag samt Statik, eure Versicherungen, die Baugenehmigung und natürlich ein Bodengutachten. Für die KfW sollte noch der Blower-Door-Test durchgeführt werden. Sehr unübersichtlich. Neu einrichten möchtet ihr euch bestimmt auch. Die dazu passende Küche soll auch nicht fehlen. Sowie die Sonnenterrasse und die gepflasterte Auffahrt. Zu kompliziert? Fibrockhaus führt euch durch diesen Dschungel. Mit uns habt ihr die gesamte Budgetplanung als Basis für eure Finanzierung und somit eine übersichtliche Kostenkontrolle. In der nächsten Folge zeigen wir euch, wie man in 3 Monaten ein Massivhaus baut.